Hi, willkommen bei Camp for Happiness. Freut mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute gibt es nur ein kurzes und ja relativ unspektakuläres Video, aber es geht um die Sicherheit bzw. um die Sicherheit eurer Kinder. Hier in Kalifornien haben wir ja ein tolles Dachbett mit dem Nachteil, ja, dass es vorne immer offen ist und man rausfallen könnte. Das zeige ich euch jetzt gleich. Ich befinde mich jetzt oben im Dachbett. Und wenn wir hier nach vorne runterschauen, ja, ihr seht, also hier ist permanent offen und hier besteht dann die Gefahr, rauszufallen. So sieht das Sicherheitsnetz aus und jetzt gehen wir mal oben ins Dachbett rein und dann bringen wir das an. Bei Erwachsenen mache ich mir da weniger Sorgen, dass man rausfällt, es sei denn, ja, ihr habt mal ein paar Bier zu viel intus, dann könnte es vielleicht auch mal passieren. Aber ja, ernsthaft, es ist eine Gefahr für kleine Kinder oder auch ja, größere Kinder, die unruhig schlafen, sich oft wälzen. Dann ist es schnell mal passiert, ja, dass man da runterstürzt. Und genau das wollen wir ja auf jeden Fall vermeiden. Ja, ich muss jetzt etwas schmunzeln. Da hinten ist meine Kamerafrau dicht ins Eck gedrängt, dass sie mich hier komplett drauf bekommt. Und haben wir alles drauf? Ja. Okay, gut, dann legen wir los. Wir haben hier Ösen und Haken. Die haken wir erstmal an den beiden Seiten ein. Ist schon alles ein bisschen eng jetzt. Genau, auf jeden Fall die vier Haken an die Dachösen ran. Dann steht das Netz hier schon ein Stück nach oben. Jetzt müssen wir an die Matratze ran. Die klappen wir nach hinten, weil hier, sieht man das? Da ja. Haben wir Druckknöpfe und die befestigen wir da an der Seite, ja, neben den Tellerfedern. Links sowie rechts. Genau, ja. Und jetzt machen wir die Matratze hier über das Netz drüber. So, und dann haben wir hier unseren Ausfallschutz. Ich empfehle euch, das Sicherheitsnetz anzubringen, wenn eure Kinder im Dachbett schon drin sind. Und dass ihr das auch von dieser Seite macht, auf die ja, beiden Sitze steht. Und wenn ihr das nämlich von innen macht, dann habt ihr nachher ein Problem, wenn ihr da wieder raussteigen müsst. Es geht zwar, aber ja, ist etwas aufwendiger, da müsst ihr schon gelenkig sein. Von der Seite ist es jetzt ja, ziemlich eng hier zu filmen, aber ich zeige es euch trotzdem mal, wie es dann von dieser Seite aus aussieht. VW empfiehlt generell, keine Kleinkinder und Babys oben übernachten zu lassen. Und bei größeren Kindern ist ganz klar die Empfehlung nur mit Sicherheitsnetz. Noch ein ganz kurzer Hinweis, auch wenn das Sicherheitsnetz angebracht ist, so könnt ihr auf jeden Fall die Auflagefläche vom Dachbett nach oben drücken, so dass ihr hier mehr Standhöhe habt. Das heißt, ihr müsst das Netz dazu nicht wegmachen. So, das war's dann auch schon für heute. Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Wenn euch das Video gefallen hat, so gebt mir bitte einen Daumen nach oben. Und wenn ihr noch keine Abonnenten meines Kanals seid, so klickt jetzt auf Abonnieren. Dann verpasst ihr kein weiteres Video hier bei Camp for Happiness. Und das Ganze ist natürlich völlig kostenlos. Ansonsten bin ich noch bei Facebook und Instagram zu finden. Einfach mal nach Camp for Happiness suchen. Danke, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.